Mit dem Anschlag der 95 Thesen an der Tür der Wittenberger Schlosskirche macht Luther seine Ablehnung gegenüber der katholischen Kirche deutlich und legt den Grundstein für die Reformation. Er kritisiert die Ablassbriefe, mit denen sich die Gläubigen von ihren Südenstrafen und dem Fegefeuer freikaufen können. Er ist der Meinung, dass nur Gottes Gnade sich auf gute Werke und nicht auf den an der Kirche gezahltes Geld bezieht. Damit begibt er sich in die Auseinandersetzung mit vielen Geistlichen der katholischen Kirche.